Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Ja, tatsächlich gibt es bei mir mal wieder die Panzerchen. Ist das nicht schön? Und ich bin nicht alleine unterwegs, sondern ich habe den guten Andi mit dabei. Hallo Andi. Hi Björn. Hallo. Ach, tut mir leid, jetzt habe ich dich tatsächlich nach alter Gewohnheit mit deinem Real-Life-Name Ich kann angesprochen. damit Natürlich gut für euch leben. bekannt als Andi Karamba. Und Als Andi Björn aka Karamba. Riokat. Björn Riokat. Ist Ja, wir ein fahren. richtiger Nachname, muss man jetzt mal dazu sagen. Also er heißt wirklich Riokat mit Nachnamen. Ich Ja, nee, eigentlich Alcaramba. nicht. Eigentlich nicht. Andi Alcaramba. Hallo, Stelle ich mir Herr auf einer Alcaramba. Visitenkarte ganz geil vor. Ja, auf jeden Fall. Und dann sagen sie: Hallo, Herr Alcaramba. Wir hatten einen Termin mit Ihnen. Ah, ja. Alcaramba. Habe ich ja voll vergessen. Ja. Alcaramba. Da tritt mich doch ein Pferd. Ich bin, warum ist denn mein Name auf einmal blau? Dein Name ist blau? Mein Name ist bei mir blau, Ja, hier der. EU-Dings nicht. Ja, du bist hast 1605 Wertwertung. Was ist das? Ich habe die 1600 geknackt. Einfach so, ohne dass ich Mist bekommen habe. Mist oder mit? Mist bekommen. Okay. Ja. Ich So, ich dachte, ich muss hätte. ganz kurz meine Aufnahme nochmal stoppen und anschmeißen. Irgendwie, Fraps spinnt bei mir in letzter Zeit, was World of Tanks anbelangt, immer wenn ich schnell reingehe. Ich würde nachher mal wieder mit Dick Story aufnehmen, denke ich. Ich nehme es zurzeit mit Afterburner auf. Also A finde ich es ganz lustig, weil ich Afterburner. an Afterburner, an brennenden After denke. Aber das ist Ja. dann der Sidekick des Ganzen. Aber nee, ich muss Der sagen, burnende das After. ist sonst auch ein gutes Programm. Kann ich, also, weil die Zuschauer auch mich immer mal fragen, mit was ich aufnehme und so. Also Afterburner ist kostenlos und ist auch wirklich, funktioniert auch recht gut. Also kann ich nur empfehlen. Ja, ich nehme normalerweise mal DxStory. Desktop-Aufnahmen mache ich mit Action, mit dem Programm Action. Das ist auch echt nice, Okay, muss ich auch sagen. das ist gut zu wissen, weil da nehme ich mit OBS immer. Warte. Oh. Und ja, Action kostet halt auch ein bisschen Geld, ne? Aber ich meine, ich mache euch nichts vor. Es ist ja klar, dass durch YouTube bei mir auch ein bisschen Taschengeld reinkommt. Und das Taschengeld investiere ich dann natürlich auch immer ganz gerne wieder zurück in YouTube, um die Qualität hochzuhalten und so weiter. Dass der T37 hier zu mir vorkommen kann, ohne dass er. What the fuck, ey? Meine Maus ist total merkwürdig im Spiel momentan. Versuche mal hier quer rüber zu düsen. Wahnsinn. Wird ein bisschen schwierig, genau, wegen dem Tiger. Autsch. Ah, dieser verkackte Tiger. Aber jetzt bin ich hier unten. Muss man irgendwie. Ist mir letztens schon aufgefallen. Immer wenn ich ins Zielfernrohr gehe, habe ich eine total merkwürdige Mausführung. Kennst du das? Ja, teilweise schaut es dann nach oben. Nee, die Zucke, die ist dann viel, die ist so komisch schnell. Alles strange. Okay, zielen. Mache ich einfach mal die Sensitivity ein bisschen runter hier. Zielfernrohr zielen, Habe hier noch Artillerie zielen. 20 HP, der T37 hat mich gut geautoloadet. Geautoloadet. Ja, da habe ich ein bisschen sehr den Frontkampf gesucht und das ist natürlich gegen T37 schon. Tut es schon weh. Aber dafür Jeden ist der Fall. Hügel jetzt meins. Ja, schade daneben. Jawohl. Der kriegt sowieso nicht an meinem Dach durch. Na, werter Herr Tiger? Aua, er kam durch. So gar nicht. Der werte Herr Tiger. Was ein. Ja, der ist mir am Dach irgendwo durchgekommen, glaube ich. Was ein Schnösel. Schon krass. Ich glaube, irgendwas ist merkwürdig. Kettenspuren, Laubtransparenz, Ketteneffekte, Gras im Zielfernrohr anzeigen? Nein. Plötzliche Effekte bei Zielfernrohr. Aus. Keine Effekte beim Zielfernrohr. Bist du mit deinen Einstellungen gerade nicht konform? Nee, ich bin mit meinen Einstellungen gerade tatsächlich nicht so konform. Tut mir auch leid an die werten Zuschauer, dass ich gerade immer mal wieder ein bisschen umstelle. Ihr wisst ja, ich habe länger nicht mehr gespielt und ich habe zwischenzeitlich auch meinen Rechner neu aufgesetzt gehabt. Das musste ich leider tun, weil ich was Falsches eingestellt habe. Dementsprechend musste ich dann World of Tanks neu aufsetzen. Hab seitdem nicht mehr wirklich viel World of Tanks gespielt. Und dann, immer wenn ich mal wieder drin bin, schraube ich dann meine Einstellung wieder ideal um. Das ist irgendwie komisch, aber ich glaube, jetzt habe ich so das Optimum wieder gefunden.
wie ich es hatte. Und damit bin ich dann auch halbwegs zufrieden. Also ich muss jetzt vorsichtig sein. Es ist natürlich heftig, dass ich vom Tiger so fett in die Fresse bekommen habe. Mein XVM gefällt mir gerade auch nicht, weil ich kriege keine Zahlen angezeigt gerade, nur Punkte. Ah, musst du noch updaten? Ich sehe schon, das läuft noch nicht rund. Aber ich muss sagen, bei mir läuft es Ah. eigentlich ganz gut und wenigstens gewinnen wir. Also von dem her, ich bin mit den Eckdaten soweit eigentlich Oh nein. ganz zufrieden. Ich kann nicht zu dir runter, leider, weil ich habe noch mit meinen 20 HP so wenig, dass ich hier oben erstmal mich da ein bisschen austobe. Naja, ist schon okay. Ich habe einen Wrack hier zum Schützen. Na, schade, ich dachte, ich blind. Könnte ich den rausnehmen? Der Black Prince könnte mal raus. Ist doch schon weg. Sag's halt Ja, früher. jetzt ist er weg. Guck mal, ob der M6 nochmal rauskommt. Sieht mir aber nicht danach aus. So. Also ich muss sagen, ich finde den Churchill ja echt ganz geil. Ein bisschen langsam, aber wenn man ihn gut hinstellt, dann ist der bouncy wie Sau. Also man kann sich auf seine Panzerung echt gut verlassen, gerade auf die Side Armor. So gegen den Tiger ist klar, das ist heftig. Der hat ja auch eine Oh. Penetration von gut, von weiß ich nicht, 12 Millionen. Mindestens. Ich glaube, der hat so lebende Kugeln. Der hat so eine Schwarmentitäten, die sich durch Stahl fressen. Nein! Dieser Chiri, Alter. Hätte Dafür könnte ich ihn. ich habe auch gerade drauf geschossen, also sonst hätte ich ihn, glaube ich, auch gut geleecht. Ja, aber der Chiri hat halt so ein scheiß Magazin. Aber hier oben, also wenn man mal auf dem hier oben steht, da muss man sagen, ist man schon erhaben über das Geschehen. Ja, gerade als Hellcat bist du halt da oben fast unspotbar bei den Ja. ganzen Büschen, die da sind. Ja, ich bin auch wirklich froh, weil mit den 20 HP hätte ich unten im Schlachtgetümmel, glaube ich, wenig noch anstellen können. Also von dem her war der Hab drei. Spielverlauf dann ganz gut. Ich hab drei. Ich hab alles in die Schlacht geworfen, was ich habe. Pur auf Effizienz getrimmt. Mein Schlachtwagen. Schlachtrost praktisch. Ah. Ah, Mist. ELCs müssen so schnell Der sein. ist so verdammt schnell. Das ist so der Wahnsinn. Einfach nur dieses Moped. Mal gucken, wo die sind. Ah, zumindest auf den Cromwell sollte sich doch noch ein Schuss. Ich finde es Sollte man spannend, doch dass noch der was Cromwell setzen auch schon können. 5 Kills gemacht hat. Ah. Aber ist das ein Grieche? Wo ging denn der Schuss hin? Der ist durchgeklippt. Hab ihn So, getroffen. zumindest hat es so ausgesehen. Der griechische Cromwell. Ich hätte den ganz gerne. Wegen mir? Oh. Ne, das wird nichts mehr. Wo ist denn der ELC jetzt hin? Der ist total Richtung unser Cap gedüst. Ja. Der Siegmund. Der Sigmund Fraud. Don't cap. Don't cap. Ja, genau. Ey, Sigi. Ja, ich werde jetzt aber nicht in die Mitte fahren. Ich werde den sowieso nicht spotten können. Nee, 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 ich fahr jetzt hier mal in die Mitte. Aber ich glaube, der hat sich verdünnisiert. Hat sich versteckt in der wilden Draw. Oh, da ist er doch. Ah, jetzt ist er so. Interesting. Jetzt holt ihn die Arty oder er die Arty. Dann ist er leider weg und dann war das ein GG. Aber egal, war eine ganz vernünftige Runde. Ah ja, geht. Also mit dem Churchill. Ich habe ein paar Schüsse gebounced vom M6, der ist nur einmal durchgekommen. Das ist ganz cool. Der hat ja auch nicht so eine schlechte Pen. Das stimmt wohl. Aber was soll's. Also dementsprechend stand ich halbwegs gut.
so 1500 Erfahrungspunkte bekommen. Das war eigentlich ganz okay, das Spiel, muss ich einfach mal sagen. Oh, da gab es Jetzt sogar einen gibt es noch eine Abschluss. zweite Runde. Wir können mal gerne machen, Eine wenn du Runde? sagst, die. Wir können von mir aus gerne noch eine weitere dran setzen. Ja, wie lange gingen die denn jetzt? Das waren jetzt, glaube ich, so in Summe so roundabout Aufnahme 10 Minuten Zeit. Weil wir. Ja, dann können wir eigentlich noch eine ransetzen. Ja, dann machen wir noch eine. Dann freuen sie sich doch alle. Genau. Dann machen wir wieder Churchill. Meine Churchill. Und dann schauen wir mal, was er hier gibt. Warum habe ich so eine blöden Punkte hier? Ich muss echt mal Oh. nichts verändern, deswegen updaten. Ja. Da musst du auf die Homepage gehen und dann auf. Du musst deine Statistiken wieder aktivieren. Das muss man doch immer mal Das habe wieder ich machen. letztens gemacht. Ja, aber das ist eigentlich dann da der Hintergrund. Aber bei mir dann sonst wäre doch alles grau in grau. Aber ich sehe ja die Farben zum Beispiel. Ach Sie zieht das sogar. so. Ja, das ist was. Ich dachte, du hättest die Punkte. Ja, okay, nee, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe die Punkte, aber aber Farben dazu. Aber Das ist keine Zahlen. kurios. Ich habe keine Ziffern. Nee, Das ist Schnuckelchen, also merkwürdig. dann weiß ich es wirklich nicht. Ah. Verrückte Sache. Verrückte Sache das. Ja, T8 ist ja natürlich wunderbar. Macht Spaß so. Absolut. Vor allem nur Heavies, also es macht auch Spaß. Ich bin froh, dass ich Absolut. zumindest ein bisschen Durchschlagskraft auf dem Churchill habe. Ja, ich halte richtig viel Schuss ab. Also ich denke, so einen kann ich. Einen kannst du vom Protz. Ich Ja. weiß gar nicht, wo ich hinfahren soll. Ich habe auch so das Gefühl, egal was ich mache, und ich mag die Karte auch nicht so gerne, muss ich gestehen, dass egal was ich jetzt mache, erstmal eh so in die Fresse bekomme. Und dieser Mittelspot, den ich jetzt versuche, oh, der ist die Hellcat langsam. Alter, warum so langsam? Nee, ich mach gar nicht erst den Spot. Das wäre Ich fahre wahnsinnig. einfach mal oben in die Mitte. Mal gucken. Also oben ins Dorf meine ich. Ja, ich bleib hier im Dorf, aber ich werde mich erstmal zurückhalten. Also erstmal schön fünfte Reihe Ja. hinten. Fünfte Reihe nicht, aber ich stelle mich irgendwo an ein Häuschen und mache einen entspannten. Ah, das ist ein Suicide Cromwell. Guck dir das an. Oh ja. Also, da ist ein Brunnen. Ich war auf dem Platz hier. Guckt, wo ich bin. Ich rette die Welt. Aber er stirbt nicht. Also irgendwas scheint er richtig zu machen. Irgendwas scheint da wohl richtig. Vielleicht sitzt er im Brunnen drin. Vielleicht ist er reingefahren und reingefallen und dann, ja. Na, guck mal, was da alles in der Mitte fährt. Also, wenn ich mich da Oh, gut da ist nicht mehr hinstellen kann. viel, was nicht gespottet ist. Der Prototyp ist nicht gespottet, IS-3, Black Prince und das war's. Ja, deswegen fahre ich jetzt auch so hin, dass ich die da ordentlich in der Mitte behaken kann. Oh, voll daneben geschossen. Treffer. Treffer. Gott sei Dank hat der nicht getroffen. Ah. Was denn da jetzt? So, Komm haben nicht wir es. durch. Wie fliegt denn die Kugel bitte? Alles so weiß hier, gell? Glaube, ich sollte hier gleich mal weg. Keine Ahnung, ob ich da gut treffe. Komm mal weg. Funker ist am Arsch. Ja, diese brechen da hinten durch. Das ist leider alles gerade ein bisschen unschön. Ein bisschen. So könnte man das schon sagen, würde Am gerade sagen, Heck willst du mit auf abgeprallt. die Mitte wirken? Dann fahre ich da nämlich mal Ja. ein Stück vor. Ja, voll daneben. Abpraller, abgeprallt. Mann, Mann, Komm mal Mann. vor hier. Ja, ich deck dir dein Hinterteil. Deckst du mir mein Heck? Ja, das immer. Deck ich am liebsten.
Meinst du, da kommt was zurück oder fahren die alle Ich glaube, da Richtung kommt was Krebs? zurück. Habe ich Dann bleibe so. ich hier mal stehen. Stelle ich mich mal hier irgendwie hin und versuche. Da ist was. Der Prototyp steht leider so, dass er. Dass der erst ihn. Mann, Mann, Mann. Ich fahre mal zurück Richtung Prototyp helfen. Der Prototyp hat mich voll von vorne getroffen. Unsere jetzt oder deren Gegner? Den Gegner. Ah, geschafft. Wir haben gewonnen. Boah, nice. What the fuck? Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir das gewinnen. Nee, ich auch nicht. Hoffe, die War Kopter. zwar jetzt keine überragende Runde, aber sie war taktisch geprägt und im Low-Tier kann man Im damit Laut hier leben. in Ordnung ausgefahren. Finde ich okay. Absolut. So, diese ganzen Freundschaftsanfragen hier immer, ey. Ja, Rio. Na gut. Ja, das war's dann von dieser Runde nicht. Ja, absolut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüssikowski.